Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Borstenmaul. Viel Spaß dabei. So, meine lieben Freunde, jetzt geht es los. Einen wunderschönen guten Tag und hallo, ihr Lieben. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen Let's Play mit Borstenmaul. Und wie es mittlerweile wieder bekannt ist, mache ich eine Tour durch meine Siedlungen. Und wir machen jetzt weiter mit dem Kingsport Leuchtturm. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Heißt das jetzt Kingsport oder Kingsport Flucht Leuchtturm? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also viel Spaß damit. Auch das ist, ich wiederhole mich da leider immer wieder, eine ziemlich kleine Siedlung, wo man beim Bauen schon recht ordentlich tricksen muss. Ja? Ich mach mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts. Die ist zwar etwas größer als das, was wir bis jetzt hatten, was ich euch bis jetzt gezeigt habe. Und vor allen Dingen durch den. Durch das Wasser ringsrum, also durch das Wasser hier, durch das Meer. Recht interessant. Sieht auch alles recht gut aus. Kann sehen, da unten habe ich Fusionsgenerator aufgebaut. Die Wasserversorgung kommt auch von da unten. Aber zuerst schauen wir uns mal die Werkstatt an und gucken, was hier überhaupt so los ist. So. Ich hoffe, man merkt das nicht allzu doll, dass ich fürchterlich verschnupft bin. Aber es wird schon irgendwie gehen. Also, wir haben hier 31 Leute. Essen haben wir 103, wir haben 120 Wasser, Energie haben wir 100 und einen Schutz haben wir hier von 260. Wir haben 41 Betten und eine Moral von 81. Der Ladebalken für die Größe ist gelb, also fast am Ende. Ich glaube, den habe ich auch schon ein oder zweimal wieder vergrößert, damit man hier ein bisschen was machen kann. Aber soll jetzt erstmal weitgehend so bleiben, wie es ist. So. Mal wieder raus. Dann will ich mal gucken, wo ich den PC habe. Da. Terminal für die Bewohnerverwaltungssysteme. Die Beschäftigungsübersicht. Hier haben wir dann 18 Farmer, 3 Plünderer, 2 Wachen, 1 Barkeeper, 1 Schneider, 1 Arzt und 1 Schrotthändler. Zurück. Gucken, ob wir irgendwas an freie Stellen haben. Keine Jobs verfügbar. Ab zurück. Lassen. Was soll das denn jetzt? Waffe weg. Ja. Können wir hier runtergehen? Hier habe ich ein paar Betten für Abgehärtete stehen, die den Krach von den Wasserpumpen abkönnen.
Du bist hässlich, weg. Bah. Seuchenvogel. Kann man die fressen? Du bist ja immer noch da. Was war das dann jetzt? Warum bin ich denn da jetzt plötzlich unten gewesen? Naja, soll nicht weiter interessieren. Waffensysteme um den Strand und die Wasserversorgung ein bisschen zu beschützen. So, dann habe ich hier ein bisschen was gebaut, über dem Wasser. Schlafsaal. Ein bisschen geräumiger als das, was ich sonst gebaut habe. Habe ich mal ganz andere Elemente benutzt. Schöne Betonteile. Wenn man von schönen Beton überhaupt reden kann. Aber so gefällt mir das ganz gut. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Da drüben ist, glaube ich, ein Lager von den Brüdern des Atoms. Auch immer ein bisschen heikel da mit der Radioaktivität und mit ihren Strahlungswaffen. Hat man ganz zu Anfang immer ganz schöne Schwierigkeiten gehabt. Aber so ab und an bin ich dann da hingegangen und habe die platt gemacht, mir die Waffen geholt. Was es sonst noch so gab. War immer ganz lustig, aber auch teilweise sehr anstrengend. Können wir hier so rumgehen. Die Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Entschuldigung, also das ist, tut mir jetzt leid. So. Ja, jetzt fängst du auch schon an zu husten. Der ist ansteckend wahrscheinlich. Liegt das hier, dass gleich eine Epidemie ausbricht. Nur weil ich jetzt mal gehustet habe. So, der Schönheitschirurg. Was, wie heißt das? Chiropter. Habe ich auch. Reichlich Betten. Keine Ahnung, wie viele Blasen ich habe. Was ist das denn hier? Zwergenaufstand? Wisst ihr noch nichts mit euch anzufangen? Hier ist eine Bar. Könnt ihr was trinken gehen? Hey, wie geht es dir?
gut, aber den Spruch sage ich jetzt nicht mehr auf. Kann Arbeit nicht sein. Wird sonst langweilig. Muss mir was anderes nochmal einfallen lassen. Ach ja. Was stehst du denn so allein hier rum? Deine Kollegen schon alle Feierabend? Glaube ja. Ja, Kleidungsladen, Klinik, Gewichtwarenhändler. Auch hier wieder die üblichen Waffensysteme auf dem Dach verteilt. Eine Karawane oder ein Händler. Was? Recht geräumig hier. Was habt ihr denn für Probleme? Ja? Habe ich denn noch keine Sportgeräte hier aufgebaut, dass ihr so ein bisschen euch austoben könnt? Hm? Oh, ich habe sogar zwei Terminals. Ah ja, gut. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, hier oben. Deswegen ist hier oben noch einer von meinen Terminals, weil ich hier oben meinen Spawnpunkt habe. Das war nämlich so, wenn hier mal Probleme gab mit dem Überfall und ich hier hingereist bin. Dann bin ich meistens irgendwo immer da unten gelandet und war mitten im Getümmel. Um das zu verhindern, habe ich mir den Spawnpunkt mit der Matte. Wo ist er denn? Ach da, da habe ich auch ganz toll gemacht. Mitten unter der Bank. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt meinen Spawnpunkt hier oben. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Und dann bin ich nicht immer sofort beim Überfall mitten im Getümmel und kann dann hier schön alles wegknallen. Mein Rücken tut weh. Meine Füße tun weh. Alles tut weh. Das schmeckt köstlich. Das ist gut. So, wollen wir mal schauen, was ich hier drin so habe. Die Leiche vom Verkäufer, die habe ich nicht weggeschietet. Das ging auch aus irgendeinem Grund nicht. Ja, da muss der Herr langsam vor sich hingammeln. Ein aktiver Fernseher. Auch hier habe ich meine Betten aufgestellt. Na Jungs, ein bisschen heimlich beobachten. Was macht ihr denn da? Ihr eiert da nur drum. Kann tatsächlich so sein, dass ich keine Sportgeräte für euch aufgebaut habe. Wir können uns ja mal den Spaß erlauben. Dann gehen wir doch mal darauf. Müsste doch eigentlich jetzt schnell zu machen sein. Platz haben wir ja etwas. Bist du nicht einer dieser Sins, nein, bin ich nicht. Wollen. Guck mal. Guck mal. Irgendwie brauchen die Beschäftigung hier. Hoffentlich finde ich es jetzt mal so schnell. Ne, da ist es nicht. Da will er. Nö, auch nicht. Ressourcen. Auch nicht. Das schmeckt köstlich. Oh, ich werde es noch finden. Dekoration, Möbel, Hitten. Regale, die wird doch gar nicht. Spezial,
Nee. So, Entschuldigung, muss ich Aufnahme einmal kurz unterbrechen. So, Entschuldigung, dann muss ich einmal erklären. Mein Hündchen, der Sammy, er liegt hier bei mir neben den Schreibtisch auf seinem Platz. Und jedes Mal, wenn einer von meiner Familie an die Tür klopft und mir gute Nacht sagen will, fängt er an, hier durchzudrehen. Das ist so sein Beschützersinn. Sein Beschützerinstinkt. Irgendwie muss der mich immer verteidigen. Und deswegen war jetzt hier gerade das Theater. Wir wollen mal einmal gucken, ob ich jetzt endlich mal das finde, was ich brauche. Möbel. Vielleicht ist das bei den Möbeln dabei. Wo sind denn die Sportgeräte? Ah, da. Guck mal hier, Jungs. Macht mal Platz. Macht mal Platz für Papa. So, kommt euer Scheffel durch. Mal überlegen, ob ich diese Aufnahme überhaupt verwenden kann. War doch jetzt ein bisschen unruhig bei mir hier. Also ich entschuldige mich nochmal. Ich hoffe, dass es nicht allzu störend war. Aber das ist halt nicht immer so ganz einfach. Vor allen Dingen, wenn man in der Familie nicht Bescheid sagt, dass man Ruhe braucht und eine Aufnahme starten möchte. So, ich hoffe, das geht so. Dann haben die doch ein bisschen Beschäftigung hier oben. Demnächst. Mal wollen wir mal gucken, ob die alle in ihre Betten finden. Wenn du arbeitest, kannst du das habe ich hier essen. Nämlich so auch noch nie so richtig beobachtet, ob das alles immer gut klappt hier. Jo, das sieht doch gut aus. Ja? Ja? Alles gut. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Prima. Dann schlaft ja. Gut. Will ja. Ich auch nicht weiter stören hier. So, wollen wir mal von oben die Aussicht genießen. Das ist wunderbar. Man muss immer wieder lobend erwähnen, wie toll die Grafik hingekriegt haben, die Weitsicht. Wenn man jetzt überlegt, wenn das so stimmt, ich habe es irgendwo Leuten hören, dass es Fallout 5 demnächst irgendwann gibt, also dass das auf jeden Fall in Planung ist, Fallout 5. Dann kann man sich vorstellen, was da wieder Neues und Tolles auf uns zukommt. Oh,
Obwohl, auf eine Art und Weise finde ich es auch ein bisschen schade, weil Fallout 4 ist schon innovativ, das ist schon absolut klasse. Mit den ganzen DLCs, die dazu gehören. Wobei mir gerade einfällt, dass ich Nuka-Cola World auch noch nicht gespielt habe, die Hauptquest noch nicht durch habe. Es ist einfach so faszinierend. Man kann so viel machen, man hat so viele Möglichkeiten. Und wenn man dann hört, okay, Fallout 5 ist in Planung, was jetzt vielleicht auch nur ein Gerücht ist, aber manchmal ist ja an Gerüchten auch eine pure Wahrheit. Dann fragt man sich doch, was da noch auf einen zukommt. Na, kam man denn hier nicht rein? Doch, ne? Was ist denn da? Muss da schon mal irgendwann da drin gewesen sein. Ah, jetzt. Ja, habe ich leer gemacht. Den Überseekoffer. Den Verkäufer kriege ich hier auch nicht weg. Aber das macht ja auch nichts. Hallo? Ich möchte gerne hier raus. Danke. Einige Zeit habe ich mal so überlegt, ob es nicht ganz interessant wäre, so ein Fallout online zu haben. Aber andererseits habe ich an Online-Rollenspiele jetzt eigentlich auch so ein bisschen Spaß verloren. Habe ja auch viel Elder Scrolls Online gespielt. Da gibt es jetzt mittlerweile auch wieder ein neues Gebiet, eine neue Erweiterung. Aber wie ich schon mal sagte, so ein Tag müsste 48 Stunden haben. Und man müsste wirklich dann die Muße haben dazu, tatsächlich alles zu spielen, was einem Spaß macht. Aber irgendwie haut das halt nicht hin. Man muss sich dann für irgendwas entscheiden. Im Moment habe ich nun wieder an Let's Plays Spaß gefunden. Vor allen Dingen, weil endlich mal meine Technik halbwegs funktioniert und das ist auch mein Hauptziel im Kanal, ein bisschen voranzukommen. Wobei ich immer noch nicht die Tausende von Followern erwarte, aber ich will einfach meinen Spaß damit haben. Ihr merkt, ich bin gerade wieder so ein bisschen desorientiert. Das mit der Hundeattacke hat mich doch wieder so ein bisschen aus dem Konzept gebracht gerade. Wie gesagt, ich muss erstmal überlegen, ob ich diese Folge, die ich hier so jetzt gemacht habe, überhaupt zeige. Oder ob ich nochmal von vorne beginne.
Aber da sind immer so Sachen, die halt mal passieren können. War ja auch nichts besonders schlimm, aber es wirft mich immer aus der Bahn. Ja, Kingsport, Leuchtturm, was gibt's noch zu sagen? Ich glaube, ganz zu Anfang waren hier eine Ghule. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Oder Raider. Auf jeden Fall war es am Anfang nicht ganz so einfach, weil sich da oben, glaube ich, auch noch welche verschanzt hatten. Aber wie ihr seht, ist es ja geschafft. Ja, mit dem Gebäude hier selber wusste ich jetzt nicht mehr viel mit anzufangen, zu flicken oder zu reparieren. Deswegen habe ich hier hauptsächlich neue Gebäude gebaut. Ich scheine irgendwie ein Faible dafür zu haben, so Riesenhallen zu bauen. Ich habe ja schon mal gesagt, man könnte es ein bisschen ordentlicher mal machen. Man könnte auch Trennwände reinbauen, ein paar Türen reinbauen, ein paar Fenster reinbauen. Auf eine Art und Weise habe ich mir das alles so ein bisschen offen gehalten, damit ich halt noch jede Menge machen kann. Auf eine Art und Weise fehlt mir vielleicht auch manchmal so ein bisschen die Kreativität dafür. Aber ich sag mal, auch da wiederhole ich mich, quadratisch praktisch gut, es erfüllt seinen Zweck. Und von daher will ich da mal mit zufrieden sein. Na, willst du nicht schlafen gehen? Hm? Soll ich dich im Schlaf singen? Wenn ich singen könnte. So. Mach mal schön, Bubu. So. Ja? Alles gut. Ich genieße ein bisschen die Aussicht mit dir. Alles gut hier, wie immer. So. Ja, wie ihr merkt, ich hadere gerade so ein bisschen mit mir, ob ich nicht die Aufnahme direkt beende. Ja? Und nochmal von vorne anfange. Aber letztendlich soll es ja eigentlich nur darum gehen, euch
meine lieben Freunde, die Siedlungen zu zeigen. Ich hege ja jetzt keinen Anspruch auf besonders wertvoll. Ich denke mal, die nächsten Folgen werden dann wieder etwas besser. Da bin ich dann vielleicht auch stimmlich wieder ein bisschen besser drauf. Aber ich fange schon wieder an, mich zu entschuldigen. Soll man den Let's Plays eigentlich auch gar nicht machen. Sich ständig für irgendwas entschuldigen. Und das gehört nun mal auch zu meiner Art und Weise. Und ich hoffe, es stört nicht weiter. Das wollte ich. Waffe weg. Ja, wenn man einmal aus dem Konzept ist, ist nicht schön. Versorger. Alles gut bei dir? Ja, ne? Dann noch genug Munition? Zeig. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Schieß los. Hast ja gar nichts verschossen. Friedliche Gegend. Ja, prima. Lassen wir dir auch alles. Wo ist denn dein Brahmin? Hast du Cricket irgendwo unterwegs getroffen? Auch da ist dein Brahmin, ja. Wenn Cricket siehst, bestell schöne Grüße von mir. Ich habe sie noch nicht wieder gesehen, die Cricket. So, ich denke, hier am Kingsport Leuchtturm haben wir jetzt auch alles gesehen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Geduld, dafür, dass ihr meine Videos schaut. Ich sage tschüss, bis bald, habt viel Spaß bei allem, was ihr tut, vor allen Dingen, wenn ihr Gutes tut. Macht's gut, tschüss, ciao.